Woche 14. Gehorsam. Das Kleinkind hält Freiheit erst einmal für die Möglichkeit, überall hinkrabbeln zu können. Später kommt dann noch Gehen und Klettern dazu. Man wurde eigentlich getrieben von eigenen Wünschen, die aus der Gemeinschaft mit der materiellen Natur entstanden sind. Diese kindliche Vorstellung von Freiheit war die Freiheit, sich dem launischen Sein zu schenken. Wenn man an wirklicher Freiheit interessiert ist, darf man diese Ich-Freiheit ablegen. Dies wird aber erst möglich in der klaren Erkenntnis der Begrenztheit dieses Freiheitsverständnisses. Die Weisheitslehre weist darauf hin, dass im Aufgeben der Ich-Freiheit der Bewusstseinsraum wächst. Da unterwirft man sich nicht mehr irgendeinem Fremdwillen, und der Ich-Wille stellt auch einen solchen dar, sondern erweitert ihn mit der Absicht Gottes. Um zu diesem wahren Willen vorzudringen, bedarf es der Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Eigenwillens. Ist man bereit für Verbindlichkeit, Anbindung, Yoga? Es macht einem zuerst Angst, aber dennoch fühlt man es im Inneren für wahr an. Man kann nun nicht mehr jeden Leidensort aufsuchen, nur weil man diesen für die Freiheit hielt. Dies ist ein Zustand erwachender Würde der Seele. Im Sanatan Dharma, dem inneren Weg, wird die Gehorsamstugend nicht an eine Doktrin- oder Organisationsebene angekettet, sondern sie wird auf den individuellen Entwicklungsweg übertragen und somit ganz aus den äußeren systemorientierten Hierarchien herausgehoben. Man wird horchsam, wohin der Pfad einen führen möchte. Aus diesem Grunde geht der Schüler auf dem Weg des Yoga nicht von einer passiven Erlösung durch Jesus Christus oder irgendeinem Guru aus. Er sucht auch nicht ein Credo, eine Kirchen- oder Gruppenzugehörigkeit, welche ihm den Pfad vorschreibt. Er will sich der Herausforderung des Lernens zu immer wieder neuen Dimensionen der Einsichten in die Wirklichkeit Sri Krishnas stellen. Gehorsam ist keine Haltung der Unterwerfung. Er bedeutet in erster Linie, Gott gegenüber horchsam zu sein und auf ihn zu hören. Wenn man diesem innersten Ruf Gottes folgt, ist man gehorsam. Es braucht ein ständiges Hinhorchen, damit man die feinen Anregungen Gottes auch wahrnimmt. Aber ich weiß auch, dass ich mich verhören kann, wenn ich mich auf diese innerste Stimme einstelle. Deshalb braucht es immer auch Sangha, die heilige Gemeinschaft als Kollektiv und Bestätigung des inneren Impulses. Wer nur seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen gemäß lebt, verweigert eigentlich die Verantwortung, dem Antworten auf den Ruf Gottes. Wenn man aus dem Ego heraus, aus dem eigenen Ich, Dinge bewirken möchte, beginnt man sich im Kreise zu drehen. Man merkt es einem Menschen an, ob er sich selber zelebriert oder ob er durchlässig ist für etwas Größeres, etwas, das seine menschlichen Grenzen übersteigt, ob er wirklich horchsam ist.
Wenn ich gewillt zum inneren Aufbruch bin, mich wirklich auf die Suche zu begeben und andere Dinge hinten anzustellen, werde ich gerufen. Der Ruf ist eine feine Intervention Gottes. Mit dem Vernehmen des Rufes tauchen auch Ängste auf, wie vor einer Expedition in unerforschtes Gebiet. Wenn man dann dem Ruf nicht folgen will und ihn mit dem Geräusch des Alltags überdröhnt oder mit zwischenmenschlichen Interaktionen verdrängt, bleibt die Sehnsucht unerfüllt und mündet in eine fundamentale Unzufriedenheit ein. Die Weigerung, den Ruf anzunehmen, ist gleichbedeutend mit einem allmählichen Verlust an Lebendigkeit. Wenn man sich aber darauf einlässt, wird einem von Krishna auf jedem Schritt immer Hilfe zugestanden. Wenn ich wirklich bereit bin, eröffnet sich der Weg.